bald hier, ist ja bundesweit berühmt. Der Hambacher Forst ist so eine Art Symbol für das Zögern und Zaudern bei der Klimapolitik. Dabei bräuchten die Bäume selbst eine schnelle Entscheidung. Wissenschaftler warnen heute, dieser Wald stirbt bereits. Interessanterweise trocknen als erstes die Bäume am Rand aus. Der Abstand zwischen dem Forst und dem Tagebau ist offenbar viel zu klein. Deswegen fordern die Klimafolgenforscher einen sofortigen Abbaustopp der Kohle. Es geht ihm nicht gut, dem Hambacher Wald, das kann man sehen. Dass es ihm noch schlechter geht als vielen anderen Wäldern, liegt laut Studie an der Nachbarschaft. Der Tagebau rückt immer weiter ran und zwischen Wald und Abrisskante hält nichts die Hitze auf. Der Tagebau ist besonders heiß. Im Durchschnitt im Sommer ist es da unten laut Studie 45 Grad warm. Zudem bedeutet Hitze natürlich auch Austrocknung. Und wir denken, dass die heiße Luft in der Grube tatsächlich regelrecht Feuchtigkeit aus der Landschaft und aus dem Hambacher Forst saugt. Und dann spielt Wind noch eine Rolle, sodass tatsächlich am Waldrand Bäume umgeworfen werden. Was bedeutet das für die Zukunft des Waldes? Mittlerweile ist der Tagebau noch näher herangerückt als auf diesen Bildern, teilweise auf 50 Meter. Bislang galt das als ungefährlich für den Wald. Laut neuer Studie müsste der Abstand aber eher 500 Meter sein. Wenn man den Hambacher Forst erhalten möchte als schützenswertes Ökosystem, ist die Situation jetzt sehr kritisch. Und vor allem ist hervorzuheben, dass ein weiteres Abbaggern an den Wald heran dieses Problem weiter vergrößert. Es ist ein Teil des mühsam ausgehandelten Kohlekompromisses, den Hambacher Wald zu erhalten. Aber was, wenn RWE die Bagger tatsächlich sofort stoppen müsste, um dieses Ziel zu erreichen? Der Energiekonzern reagiert erstmal abwartend. RWE wertet die Studie aus. Wir prüfen seit der Empfehlung der Kohlekommission, wie der Hambacher Wald erhalten werden kann. Grundsätzlich leidet der Wald unter den Auswirkungen des trockenen Sommers. Einfach erstmal weitermachen und abwarten, was die Politik entscheidet, das ist zumindest laut Studie für den Hambacher Wald keine Möglichkeit. Die Zeit drängt. Eine, die zuletzt auch im Hambacher